Hallo meine lieben Freundinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech Delight Plus. Mein Name ist Multidiminanter, heute mal wieder alleine. Und heute wollen wir das Ganze mal zu Ende bringen, was ich das letzte Mal begonnen habe im letzten Take, wenn man so will. Und zwar wollte ich eine Rubber-Verarbeitung bauen. Ich habe ja schon die letzte Zeit die Anfänge dafür gemacht. Das Einzige, was wir jetzt theoretisch noch machen müssen, wir haben ja den normalen Extractor hier und den Advanced Machine Casing, müssen wir theoretisch nur noch die elektrolysierten Wasserzellen, wenn man so will, hier rumziehen und dann haben wir schon einen Centrifuge Extractor. Ja, das ist wie der normale Extractor von IC2, nur dass der weitaus schneller läuft später. Und den wollen wir nachher gleich mal schnell einrichten. Strom habe ich auch schon mal mich drum gekümmert. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist die Anbindung ans ME-System. Also sprich, wir brauchen einen Import- und einen Export-Bus. Und das wiederum bedeutet, ich muss vielleicht noch mal ein paar Cores machen. Die zwei hier würden zwar reichen, aber dann hätte ich zumindest schon mal wieder welche auf Vorrat. Ich mache mal eben ein paar. Dafür brauche ich das Zeug. Und dann zermürben wir den mal eben ganz schnell. Dann machen wir nochmal ein paar Formation and Annihilation Cores. Muss ich nur mal eben ganz kurz gucken. Ich glaube drei Nether Quartz einmal für die Annihilation. So. Und dann die normalen Certus Quartz für Formation, genau. So, und dann hätten wir das auch schon mal geregelt. Dann können wir nämlich gleich Import- und Export-Bus machen. Muss ich nur mal eben gucken. Pistons haben wir noch ein paar. Ich mach mal zwei jeweils. Und dann brauche ich noch Slime. Davon haben wir ja definitiv was. Und schon haben wir unsere Pistons. So. Damit machen wir jetzt gleich die Anbindung ans ME-System. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal. Jetzt muss ich natürlich überlegen. Ich glaube, ein Annihilation war. War für Import natürlich andersrum, so rum. Nee, Annihilation war doch Import, ist richtig. Ich habe nur den falschen Pisten genommen. Okay. Okay. So, und dann noch den Export-Bus. Und schon hat sich das erledigt. So, dann haben wir wieder ein paar auf Vorrat. Das wollte ich sowieso die ganze Zeit mal machen. Und dann könnten wir die theoretisch schon mal nutzen. PO praktisch. So, ich werde hier mal eben gucken. Nee, schade. Hätte ja sein können. Wo IC2 allgemein will, wohl irgendwie nicht. So, bedeutet, dass ich jetzt folgendes tue. Ich werde den Centrifuge gleich mal setzen. Wir brauchen noch zusätzlich einmal zwei Capacity Cards und Acceleration brauchen wir auch noch, ne? Nech, okay. Machen wir das mal so, ganz kurz. Müssen wir mal eben ganz kurz überlegen, wie war denn das? Ich glaube, es war Eisen. Redstone und Diamanten? Ja, tatsächlich. So, 16 Stück davon. Dann, nee. Was brauchten wir noch? Fluix? War das Fluix? Schon wieder viel zu lange her, dass ich das gemacht habe. Bestimmt eine Woche oder so. So, nehmen wir das und wir nehmen das und schon haben wir die Dinger. Das ist schön. So, davon brauchen wir natürlich nicht alle, aber ich nehme trotzdem alle mit. Ich denke mal, wir brauchen 6. So, dann brauchen wir Sticky Resin. Wir brauchen Rubber Tree Saplings brauchen wir. Ich werde mal vorsichtshalber, weil das ja dann im E-System nicht mehr kleben wird. Stack davon mal eben für meine eigenen Sachen nutzen. Witcher, eine Dingstruhe haben wir nicht, ne? Natürlich, dass das mal hier rein. So, das und das. Und was noch? Das Holz, genau. Das kann man alles in Extractor schmeißen. Und dann müssten wir eigentlich fast alles haben. Noch ein paar normale Kabel und schon dürften wir das alles anschließen. Achso, warte, halt. Eine Sache habe ich vergessen. Eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen. Kommt ihr bestimmt selber drauf. Genau, eine Redstone-Fackel. Wozu? Ich weiß es auch nicht. Die werden wir jetzt mal anschließen hier.
Noch geht's hier, kann man hier so drüber jumpen, aber das wird alles noch geschlossener Raum hier später. Ich dachte, ich mache das dann, wenn ich hier größtenteils das Wichtigste durch habe, dass man hier nicht immer rein und raus fliegen muss. Ein paar Speicher könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Der eine ist noch relativ unbenutzt, aber alles andere hat typenmäßig schon seine Grenzen erreicht. Also sprich so langsam, aber wie gesagt, so langsam könnte man da mal was tun. So, dann werde ich jetzt mal erstmal mich um Strom kümmern. Das Ganze ist bepowert mit den Universal Cables und unserem ganzen Stromnetzwerk, das hier ist, und das Ganze dann in ein MFE erstmal nur. Für mehr hatte ich irgendwie noch nicht die Motivation. So, und das Ganze kommt dann einfach hier angeschlossen. Dazu werde ich das am besten, ich muss mal Platz sparen und das so früh wie möglich machen, ne? Ich mache das mal hier, mal gucken, wie das funktioniert. So, der kriegt natürlich jetzt seinen Strom rein. Und eine Redstone-Fackel, so, damit er den Speed aufbaut und auch behält. Und dann müssen wir im Prinzip nur noch Folgendes machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das seitenbedingt war. Ich werde einfach den Export-Bus mal oben drauf klatschen. Und den Import-Bus einfach mal an die Seite. Mal gucken, ob das so funktioniert. So, der Import-Bus, der bekommt die 4 Acceleration-Cards. Nee, nicht Acceleration, sondern Acceleration, so rum. So, und der kriegt hier 2 Capacity und 2 davon. So, dann können wir hier nämlich schön das reinhauen und das reinhauen und das reinhauen. Und schon dürfte der gleich das hier tun dann. Geht doch schon relativ schnell, aber der Speed, der baut sich ja noch weiter auf. Tu das einfach mal alles rein. Für mich nochmal ganz kurz zum Gucken, ob das auch wirklich alles funktioniert, bevor er hier nachher verstopft. Sieht aber gut aus. Dann könnten wir nämlich schon mal die Rubberproduktion sehr schön automatisieren. Genau das wollen wir ja, ne? So, Kabel, Kabel, Kabel. So, 2 Channel gleich wieder verdaddelt. Oder auch nicht. Jetzt, dauert immer einen Moment. 2 von 32, okay. Also hier können wir noch ein paar IC2-Geräte anschließen, definitiv. Sieht aber schon mal gut aus. Der macht auf jeden Fall genau das, was er tun soll. Nur leider hat er erst die Saplings genommen. Aber soll mir recht sein, ein, zwei Nächte drüber schlafen und der hat den ganzen Vorrat an Rubber-Gedöns verarbeitet, denke ich mal. Trevi ist auch noch am Laufen. Und hier sieht das maschinenmäßig schon mal gut aus, ne? Hier haben wir noch 4, 6 Channel offen, die man noch für irgendwas benutzen könnte. Muss ich mir mal einfallen lassen, was für Geräte hier noch anschließen. Ich glaube, ich brauchte noch einen Ofen und einen Pulverizer. Ich brauchte von beidem noch was. Bin ich mir ziemlich sicher. Da könnte man die restlichen Channel auf jeden Fall nochmal verdaddeln. Oder man überlegt sich noch irgendwas Sinnvolles. Das geht natürlich auch. So. Kommen wir der 128 Channel-Marke immer näher. Genau das, was ich will. Gut, dann hätten wir das nämlich geschafft. Jetzt muss ich nur irgendwie einen neuen Platz dafür noch finden, weil so lasse ich das hier natürlich nicht stehen. Das war ja ein reines Provisorium. Da werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein kleines Zimmerchen zusammenbauen müssen. Definitiv. Definitiv. So, ein bisschen Jalorium ist schon drinne. Rubber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ein bisschen Loamy Dirt haben wir mittlerweile auch. So, Rubber. Wo haben wir denn Rubber? Wie viel Rubber haben wir denn überhaupt schon? Noch nicht viel. So, pass mal auf. Das bringe ich jetzt mal hier an. So. Dann kommt das hier noch ins ME-System und dann sieht das Ganze doch schon mal ganz nett aus. So, dann haben wir nochmal das. Wir haben das. Wir haben das.
Und wir haben das und das ist IC2. Und das tue ich einfach mal in unsere Kabelkiste. Basic Universal, Advanced Universal. So. Dann hätten wir das nämlich schon mal geschafft. Dann kann ich gleich ein Häkchen dahinter machen. Folgenliste. Autoverarbeitung für Rubber. Genau. Schön. Das freut mich schon mal sehr. Dann können wir nämlich bald richtig schön mit Gummi arbeiten. Kondomfabrik oder sowas. Ich weiß auch noch nicht. So. Habe ich dafür hier was reingesetzt? Muss ich mal eben gucken. Theoretisch müsste ich mich mal hier durcharbeiten eigentlich, ne? Bauernhaus wollte ich noch bauen. Gut, das hat Zeit. Mineneingang. Gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Laboreingang, Schlachthof, Hof. Könnte man auch noch machen. Lumber-Eggs wollte ich noch Reinforce draufknallen. Metok, kleine Axt, wollte ich alles noch neu machen. Das ist aber nichts für Folgen jetzt, glaube ich. Rosenrot-Farm. Habe ich doch jetzt, ne? Ja. Der Hauptweg ist auch durch. Waldweg muss ich noch machen. Die Japano-Wege muss ich noch machen. Kirschwald A bin ich gerade noch dabei. Kirschwald B, das mache ich erst, wenn ich mit A fertig bin. Ein Gonghaus. Ja gut, das erkläre ich mal wann anders, was genau damit gemeint ist. Terraform muss ich noch ein bisschen. Eine Mauer wollte ich noch bauen. Eine Wolle-Farm. Oh, ich habe so viel zu tun, Alter. Stellt euch vor, ich hätte das alles nicht irgendwie gecuttet oder offscreen mal gespielt. Dann hätten wir jetzt echt ganz schön Probleme, wenn man das mal so sagen darf. Ja, da oben muss ich auch noch ein bisschen was machen. Also es gibt genug zu tun. Die Leute, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich zeig das nochmal eben ganz schnell. Sind ja gleich durch mit der Folge, aber ein bisschen strecken kann man das ja. So. Schauen wir mal eben raus kurz. Hier, das ist der Kirschwald. Hier sind auch schon ein paar Kirschen gewachsen. Aber es sind viel zu viele Schmetterlinge unterwegs, alter Schwede. Ein bisschen was haben wir ja selber noch gesetzt. Ich weiß gar nicht bis wohin. Und ich meine ab wann. Ich glaube ab hier so diese Anhügelung da. Ein paar Setzlinge müssen noch wachsen, aber ansonsten, auch hier unten muss alles noch so ein bisschen gedeihen. Aber irgendwann wird das dann halt passiert sein und dann haben wir richtig, richtig schönen Kirschwald. Genauso soll es ja sein, ne? Das gefällt mir irgendwie nicht, dass das dann so offen ist. Müssen wir dann mal gucken, wie das aussieht, wenn alles zugewachsen ist. Ob man da noch Bäume reinsetzen muss oder ob man das so lässt. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, das wird alles noch Kirschwald. Also alles. Definitiv alles. Und die Grenze natürlich bis zu dem Sumpf. Und den Endeingang, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Das wird schon irgendwie gehen. Und bis hin zu Johnnys Mauer hier nehme ich mal an. Wenn da noch irgendwie Komplikationen sind, kann man ja immer noch mal wieder was fällen oder so. Aber ich denke mal, da ist Johnny auch ganz mit einverstanden. So, das Ganze geht bis dahin, zu dem Fluss. Also hier wird es ein bisschen enger und zieht sich dann hier so lang. Bis eigentlich hier durch die ganze Meile durch. Am Fluss entlang. Ich hatte schon überlegt, ob ich hier noch einen schönen Strand draus mache. Aber so richtig bin ich mir da noch nicht sicher. Müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Schmetterlinge, würde ich sagen. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja, hier wollte ich auch noch ein bisschen Kirschwald langziehen, so als Umrandung hier oder die Mauer dann halt noch. Und, Alter, was ist hier passiert? Oh. Was ist hier passiert? What the fuck? Wird hier irgendwas ge... Nein. Wie kommen die denn hier alle? Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? What the fuck? Eieieiei. Okay, bis hierhin kommt der Wald dann hin und die Mauer und hier kommt dann später noch was ganz anderes hin, aber kein Kirschwald mehr. Ja, das wollte ich nur mal eben ganz kurz gezeigt haben und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald.